Annelie von Die Reise zu deinem Sein. Wie schon in einem anderen Video versprochen, möchte ich jetzt heute ein Video über Intuition machen, über das Thema Intuition und da über Intuition im Allgemeinen und dann noch eingehen auf die Intuition, was die Dualseelen betrifft, wenn du dich in einer Dualseelenverbindung befindest. Ja, ich habe da mal 5 Punkte, die überhaupt einmal erklären sollen, was Intuition ist und wie man sie erkennt. Der erste Punkt und der wichtigste. Intuition kannst du immer nur erkennen, wenn du dich in deinem Sein befindest, also mit der Einheit verbunden. Sie tritt also umso häufiger auf, je öfter du dich mit deinem Sein verbinden kannst und es auch tust. Ja, das ist einmal ganz klar für normale Menschen, dass Intuition dann zunehmen wird, wenn du in deinem Erwachen fortschreitest. Gilt auch für Dualseelen, aber nicht am Anfang. Denn am Anfang deiner Dualseelenreise wirst du in so ein Drama gestürzt, dass eine Verbindung mit dem eigenen Sein so gut wie gar nicht mehr möglich ist. Und somit zu allem Übel, dass du diese andere Inkarnation verloren hast, dann noch das Übel dazu kommt, dass du mit deinem Sein keinen Kontakt mehr aufnehmen kannst und es zu dir auch nicht mehr durchdringen kann. Ja, der zweite Punkt. Intuition oder der Gedanke, der durch die Intuition ausgelöst wird, erfolgt immer spontan und oft auch in Verbindung mit Synchronizitäten. Diese sogenannte Stimme, die da in dir spricht, die ja keine wirkliche Stimme ist, ist sehr leise und du kannst sie aber trotzdem gut erkennen, wenn du dich in deinem Sein befindest. Ja, für Dualseelen, was bedeutet das? Wie im ersten Punkt schon gesagt, solange du dich noch so im Drama und auch aus dem Sein geworfen fühlst, weil das ist nämlich das, was passiert, wenn deine Dualseele auftritt oder auf den Spielplan gerufen wird. Sogar wenn ihr noch beisammen seid, es ist so ein, da ist es halt dann diese Freude und das Verliebtsein, aber du wirst immer aus deinem Sein herausgerissen werden. Später wird es dann das Drama der Trennung sein, die dich aus dem Sein herausreißt. Aber, und das sollte dieser zweite Punkt jetzt sagen, auch wenn du die Stimme nicht erkennst, was du sehr wohl sehen wirst und immer häufiger feststellen wirst und vielleicht sogar suchen wirst, sind Synchronizitäten. Die werden auftreten, du wirst sie in Verbindung mit deiner Dualseele bringen, was jetzt nicht unbedingt sein muss, aber kann. In erster Linie sollen sie dir aber sagen, ich bin noch immer da, ich dein Sein, bin für dich vorhanden, bin für dich da, auch wenn du mich jetzt in dem ganzen Strudel des Dramas nicht erkennen kannst. Also spreche ich mit dir über Synchronizitäten. Dritter Punkt. Wenn etwas, ein Gedanke oder ein Gefühl aus der Intuition zu dir kommt, dann wird das niemals mit Drohungen geschehen. Diese Gedanken und Gefühle erzeugen keinen Druck. Du musst oder Angst. Du könntest etwas verlieren, wenn oder etwas falsch machen, wenn du der Intuition nicht folgst. Aber sie kann sich wiederholen und
mit der Zeit deutlicher werden und zusätzlich natürlich noch Synchronizitäten schicken. Ja, was bedeutet das in Bezug auf Dualseelen? Genau das. Gedanken und Gefühle werden bei dir Angst erzeugen, wenn du an deine Dualseele denkst, weil du automatisch im Denken dorthin gelenkt wirst, wenn du etwas Falsches tust, könntest du deine Dualseele verlieren. Somit können diese Gedanken und Gefühle nicht aus der Intuition entspringen, sondern eben nur Gedanken und Gefühle sein, die keineswegs irgendeine, die können vielleicht logischerweise gut sein, aber mit Intuition haben sie eben nichts zu tun. Die Angst, deine Angst verhindert das. Und du kannst auch ganz sicher sein, die Gedanken, die kommen oft sind Vorschläge, was du machen müsstest, könntest, solltest, ob du dich melden sollst oder nicht melden sollst, schreiben sollst oder nicht schreiben sollst, ob du ihn verlieren könntest oder nicht verlieren könntest, das kommt niemals aus deinem Sein, das kommt aus deinem Körper. Vierter Punkt. Die Intuition möchte sofort umgesetzt werden und sie folgt keinem Plan. Der spontane Gedanke oder das spontane Gefühl oder die Synchronizität, die plötzlich auftritt, weist dich auf etwas hin. Wir haben schon gesagt, das erzeugt keinen Druck und keine Angst. Und es kann auch sofort umgesetzt werden. Es ist nichts, was heißt, ja, in 3 Wochen könntest du vielleicht dieses und jenes machen. In 3 Wochen kommt dann wieder etwas, aber es kommt zuerst etwas, was du jetzt machen könntest. Zum Beispiel eine Fahrkarte kaufen für in 3 Wochen. Ja, für den Plan ist dann das Ego zuständig. Und dafür ist es auch gut und dafür soll es verwendet werden. Das Ego sollte da sein, um verwendet zu werden, nicht um dir irgendwelche Gedanken zu schicken. Was heißt das jetzt in Bezug auf Dualseelen? Wenn da Pläne in dir entstehen, was du machen könntest, um diese Beziehung zu retten, um deine andere Inkarnation zu retten, um sie wieder zu dir zurückzubringen, um deine Angst zu bekämpfen oder deinen Schmerz. Diese Pläne sind alle nicht aus deinem Sein, denn aus deinem Sein kommen keine Pläne. Du musst keine Pläne umsetzen, du musst nur umsetzen, was jetzt ist. Und Pläne kann dann unter Umständen das Ego schmieden, aber da geht es nur um die Umsetzung dieses intuitiven Gedankens. Der fünfte Punkt. Die Intuition kann ganz spontane, leise Gedanken und Gefühle verwenden, aber auch Bilder oder andere Sinneseindrücke. Also es gibt für die Intuition keine Begrenzung. Es können Träume sein oder du hörst jemand etwas sagen. Alles ist möglich. Was heißt das für dich als Dualseele? Ja, da kannst du wieder, sogar wenn du schon aus deinem Sein herausgeschleudert wurdest durch Drama und Angst, da kannst du wieder hinschauen, auch wenn es leise Gedanken und Gefühle sind. Die kannst du vielleicht nicht sehen, aber du kannst die Bilder und andere Sinneseindrücke erkennen. Und natürlich deine Träume interpretieren. Also ein Traumtagebuch zu führen, ist auf jeden Fall nichts Schlechtes. Und hinhören.
wenn andere Menschen sprechen. Oft kommt eine Antwort auf etwas, wo die gar nicht drauf antworten, sondern weil in deinem Kopf die Frage steckt und dann kommt eine Antwort drauf. Ja, das sind so die 5 Punkte. Im Prinzip kann man sagen, dass die Intuition und die Synchronizitäten das irdische Leben erst wirklich interessant und spannend machen. Denn es ist die Kommunikation mit unserem Sein, aber auch mit dem ganzen Universum. Und diese Intuition, wenn wir sie verstehen als das, was sie ist, macht einen Beitrag zur ganzen Magie des Lebens. Wir sehen dann nicht mehr alles so nur vom physikalischen 3D-Standpunkt aus, sondern wir sind offen für Dinge, die passieren, die eine zweite, dritte oder vierte Bedeutung haben können. Wir sind offen dafür, geführt zu werden, Hilfe zu bekommen. Ja, und diese sogenannte Magie des Lebens, ich weiß jetzt nicht, ob man das so sagen kann, aber für mich ist das so, als würde alles mit Glitzer überzogen werden. Diese Magie gibt dem Leben noch einmal dem Leben auf der Erde, dem irdischen Leben noch einmal einen ganz tieferen Sinn und eine göttliche Wendung und Note, ja. Ja, im Prinzip steht es jedem frei, man kann damit leben wollen oder eben nicht. Das heißt, man kann auch sagen, das interessiert mich nicht, ich lebe mein Leben einfach mit logischen Gedanken und Gefühlen weiter. Und auch so ist es möglich, ein vielleicht sogar erfolgreiches und schönes Leben zu führen. Ich weiß es nicht. Ja, niemand wird gezwungen, seine Intuition wahrzunehmen, ernst zu nehmen, an Dualseelen zu glauben. Ja. Oder einfach die Magie, sich der Magie des Lebens hinzugeben. Ich glaube, das war heute ein Plädoyer für die Intuition. Im Grunde genommen wieder ein Plädoyer für die Verbindung zu deinem Sein und damit zum ganzen göttlichen Universum. Natürlich für Dualseelen die Verbindung zu deiner Dualseele, also zu deiner anderen menschlichen Inkarnation über dein Sein zu finden. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Und alles Gute. Wenn du Lust hast, lass bitte ein Like da, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke und dann bis zum nächsten Mal. Alles Liebe!